Hallo, guten Morgen. Ja, man hört, ich bin immer noch ein bisschen heiser. Das wird auch noch ein paar Tage dauern. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Also, Making of a Musiker, ihr habt es euch gewünscht und ich komme dem natürlich nach. Und zwar geht es eigentlich darum, gepostet hatte ich, glaube ich, genau das Bild. Und gefällt mir persönlich, also auch sehr, sehr gut. Wenn ich es jetzt so ansehe, was ich anders machen würde, ich hatte jetzt keinen Assistenten dabei, wenn noch jemand dabei gewesen wäre, der mir hilft, dann hätte ich noch ein Speedlight genommen, der hier noch so ein bisschen isoliert Licht draufsetzt. Also ich will diesen Schattenbereich haben, ich will hier am Rand die Lichter haben, hier die Lichter haben und hier sieht man das S eigentlich sehr schön und hier sieht man es eigentlich nur, wenn man weiß, dass es da ist. Oder auf dem dunklen Bildschirm sieht man es gar nicht. Da hätte ich ein bisschen Licht reingebracht, definitiv. Aber das alleine geht das halt irgendwann nicht mehr. So, ansonsten bin ich sehr happy mit dem Bild. Warum ist es ein schönes Bild? Weil es halt eben mit Licht und Schatten spielt. Man sieht ganz klar, es ist ein Kontrabass, aber man sieht auch den Musiker, aber man muss fast zweimal hinschauen, um zu sehen, was ist jetzt eigentlich was. Und das mache ich eigentlich gerne. Und natürlich ist der Kontrabass einfach schön. Der gibt einfach ganz schöne Reflexionen und das warme Holz, das ist natürlich eine schöne Sache. Dazu gleich was. Ich fange mal mit dem Lichtsetup an. Das sieht man hier eigentlich sehr gut. Ich habe zwei Striplights von beiden Seiten, wie gehabt, die Elenchrom Studioblitze mit den Valimax Striplights mit Grid drin. Das ist jetzt wichtig, das Grid, weil man sieht das hier auch so ein bisschen. Das kommt trotzdem auf den Hintergrund, weil ich einfach mal wieder zu wenig Platz habe. Man sieht es ja hier auch. Der Hintergrund ist einfach nicht hoch genug. Das heißt, ich bin nachher im Photoshop schon dran, da irgendwie das nachher, naja, zu reinigen. Also die beiden Striplights von hinten. Und hier ist das Hauptlicht, was jetzt bei diesem Bild offensichtlich nicht an ist. Ich zeige mal den Unterschied. Ja, hier auf dem linken Bild ist das Hauptlicht an und auf dem Bild ist es nicht an, sodass ich also die Rimlights quasi von hinten habe und das Hauptlicht dann halt eben für das Gesicht. Und ohne Hauptlicht, das gefiel uns sehr gut, so haben wir spontan gesagt, da machen wir ein paar Bilder davon, hat halt den Vor- oder Nachteil, dass auch das Gesicht diesen Schattenverlauf hat. Und das muss nicht zwingend gut sein. Beim Mann geht das noch, bei einer Frau sieht das schnell cool aus. Man muss dann aber die Haut total weich zeichnen, was ich nicht mag. Weil das Problem ist, wenn das Licht so von hinten schräg über die Haut geht, also schlechter kann man eine Haut nicht belichten. Also da sieht man ja wirklich, da sieht man jede Pore stark verstärkt. Ja, Männern ist das egal und Frauen dann nicht so. Das so als Hinweis. Das so coole Bilder, wenn ich das so nennen darf, dann ein bisschen Nachbearbeitung brauchen, wenn es Frauen sind. Aber man kann da coole Sachen mitmachen. So, also noch ganz schnell zurück zu unserem Bild. Wo ist es? Was ich noch zeigen wollte. Im Lightroom bin ich jetzt. Die Nachbearbeitung habe ich offensichtlich im Photoshop gemacht. Aber im Lightroom auch noch, kann man auch noch ein bisschen was machen. Und zwar, wenn ihr mal hier auf Luminanz geht, das ist ein Geheimtrick, und hier das Ding nimmt und hier auf den Kontrabass geht, weil diese Brauntöne, die sind ja nur im Kontrabass, die sind ja nicht in seinem Anzug drin und die Haut sieht man eigentlich auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier, seht ihr das? Ich kann jetzt hier das Ganze noch verstärken oder halt eben dunkler machen, je nachdem, wie ich möchte. Und kann da halt noch ein bisschen was rauskitzeln. Ist wieder eine Frage des Geschmacks. Wie viel möchte man? So war das. Ich glaube, ich finde das gut. Warum habe ich das nicht gemacht? So, ich ziehe es noch ein bisschen hoch. Bei anderen Bildern habe ich das gemacht. Bei dem habe ich es offensichtlich vergessen, tatsächlich. Das gleiche gilt mit der Sättigung. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen, ne, rausholen oder halt runterdrehen. Ich drehe es mal noch so ein bisschen hoch. Eben, das wird sofort schwierig, wenn Haut drin ist. Da man jetzt aber kaum Haut sieht, kann man da noch ein bisschen was rausholen. Ich mache es nochmal an und aus. Ja, gefällt mir besser. So, also, das ist unser Geheimtipp. Wenn ihr dominierende Farben habt und ihr wollt die verändern, einfach hier reingehen und dann eben mit Sättigung und Luminanz ein bisschen rumspielen und eben mit dem Farbwähler den Farbbereich wählen, den ihr haben wollt. So, ansonsten ist da nicht so furchtbar viel bei. Halt einfach nachbearbeitet im Sinne von den Hintergrund ein bisschen abgedunkelt und ein bisschen mit Nick Color Effects gespielt. Das war den Detail-Extract. Sorry, den Detail-Extractor da drauf gehauen, um noch so ein bisschen hier, man sieht das ja, es ist sehr, sehr, sehr viel Klarheit drin, also sehr kontrastreich das Bild. Das habe ich da ein bisschen rausgeholt. Ihr seht auch hier Klarheit mal auf 15 hochgezogen, um noch ein bisschen das Ganze vorzuheben. Und auch, hier sieht man es nicht, aber im Original ist es relativ kräftig geschärft, weil wieder ist es keine Haut dabei, also kann ich ja hier ein bisschen die Kanten ranschärfen. Das ist das Bild direkt aus der Kamera. Ja, und man sieht, die Schärfe habe ich, also 40 ist relativ viel für mich. Ich mache sonst eher weniger. Und also aus der Kamera schon relativ gut, aber es ist halt relativ dunkel. Zu dunkel in den Bereichen hier in der Mitte. Weil es halt Licht jetzt natürlich nur von hinten kommt. Da hätte ich vielleicht das Vorderlicht so ein ganz bisschen anmachen sollen.
Und die Farbe ist ein bisschen anders, die haben ein bisschen umgeändert, sind jetzt ein bisschen leichten Blauton damit reingehauen, um das Ganze ein bisschen mehr, ja, blau passt jetzt hier, finde ich. Erinnert so an Nacht und so. So, also viel mehr ist gar nicht dabei. Hier sieht man das noch relativ gut. Quasi, dass ich hier halt, ich sitze halt hier quasi mal wieder fast auf meiner Terrasse. Und man sieht die beiden Striplights nochmal, die habe ich ein bisschen hin und her geschoben, je nachdem, wo wir sie haben wollten. Und dann haben wir nochmal die Gitarre hier in dem Fall oder verschiedene Sachen gemacht. Und eine sehr schöne Gitarre, zwei Gitarren, die dabei hatte. Das wäre jetzt auch so ein Bild, auch wieder ohne Hauptlicht, deswegen auch viel mit Dunkelheit, auch hier das Gesicht sehr dunkel. Auch da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen Licht ins Auge zu kriegen, das mag ich eigentlich noch gerne. Jetzt so im Nachhinein, aber das sagt man im Nachhinein, es ist immer einfach so ein Bild anzugucken und zu sagen, da hätte ich das Licht, diesen hellen Bereich habe ich ja da. Wenn er den Kopf ganz, ganz leicht nach rechts gedreht hätte, dann wäre das Auge hell gewesen, wäre gut gewesen. Das habe ich da nicht gesehen. Ansonsten die Nachbearbeitung analog, den Hintergrund ein bisschen aufgeräumt, einen leichten Blautouch drauf gemacht und wieder Nick Color Effects Detail Extractor draufgehauen, um die Jacke so ein bisschen, ne, so ein bisschen hervorzuheben. So, was gibt es noch zu sagen? Viel mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Kontrabass haben wir gesehen, das habe ich gezeigt. Mit und ohne Hauptlicht, ne? Ich sag's nochmal nebeneinander. Das ist also wirklich so ein Tipp. Zwischendurch mal die einzelnen Lichter vielleicht nochmal abmachen, ausmachen meine ich. Um so ein bisschen zu gucken, wie sieht denn das aus? Mit Licht und Schatten kann man häufig was machen. Aber dann aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Die sind jetzt eigentlich alle ein bisschen sehr dunkel geworden, weil ich das Licht dafür eingestellt habe mit Hauptlicht und dann nicht aufgepasst habe und ich hätte hier dann noch ein bisschen die Blitze entsprechend hochdrehen müssen, wenn ich das Hauptlicht ausschalte. So, und hier sieht man das eigentlich noch relativ gut. Das Striplight kommt von hinten rüber. Und um diese Reflexionen zu haben, muss sich das Licht, muss quasi seitlich über den Kontrabass rüberstreifen. Und dann muss der Caesar den Kontrabass so ein bisschen drehen. Und dann guckt man halt auf die Reflexion. Je nach Winkel habe ich dann halt eben helle und dunkle Bereiche. Und das kann man immer streiten. Will ich das hier so hell? Das ist ein bisschen ausgebrannt in der Mitte. Das will ich in dem Fall. Aber das will man nicht unbedingt zwingend immer. Und hier ist jetzt der Bogen, habe ich gelernt. Das heißt Bogen. Auch sehr schön beleuchtet. Das ist nicht bei allen so. Wieder, das wird mit drei Lichtern oder zwei Lichtern sehr schwierig, überall die passenden Reflexionen hinzusetzen. Der Ingo wollte ausschlafen, der ist leider nicht dabei gewesen, der sonst häufig hilft. Und das hätte jetzt natürlich geholfen, wenn der noch ein bisschen mitgeholfen hätte. Auch um ein viertes Paar Augen zu haben. Ja, weil wir beide haben denn halt nur so viel gesehen, der Cesar und ich. Das ist immer gut, wenn noch einer daneben steht und noch ein bisschen am Monitor rumzoomt und sich das anguckt. Kleiner Joke am Rande noch, das ist mein Blasebalg, mit dem ich meine Objektive sauber mache. Mit dem kann man natürlich auch eine Gitarre abpusten. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist so am Rande. So, bevor meine Stimme jetzt völlig im Eimer ist, zeige ich nochmal einmal die Gitarre, weil der eine oder andere interessiert sich ja wahrscheinlich dafür. Die Holzgitarre ist also, habe ich mir sagen lassen, ganz was Besonderes von Duvoisin, von eine Schweizer Marke. Und irgendwo zeige ich auch noch den Kontrabass da. Der Kontrabass ist hier aus Bern. Von einem Berner, wie heißt das? Musikinstrumentemacher? Keine Ahnung, wie er heißt. Aber jedenfalls, also ein Original Schweizer Produkt. Schweizer Markenqualität hier. Ja, also ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Es wird die Tage sicherlich noch ein, zwei, drei Bilder geben. Man sieht das, ich habe noch nicht viel nachbearbeitet. Und man sieht halt auch, da ist ein bisschen was zu tun, weil bis zu dem Bild ist ja dann doch noch ein bisschen hin, von wenn ich ein Sonnenbild habe. Das so kommt das aus der Kamera und nachher sieht das dann so aus. Und offensichtlich sitze ich da dann schon eine halbe Stunde dran oder so, um das ein bisschen zu verändern. Ne? Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Ihr wisst ja immer nachmachen, nicht nur angucken, nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.